Es wird immer wieder behauptet, dass wir unseren Kühen dornige Nasenringe oder Konstruktionen einziehen, damit sie keine Milch klauen, damit wir aus reiner Profitgier diese Milch verkaufen können. Dass das aber nicht so ist, das möchte ich euch gleich mal kurz erklären. Eine Kuh, die seit dem Kalb es nicht geschafft hat, dieses Verhalten zu vergessen, birgt für viele Kühe eine große Gefahr. Zum einen durch die Stöße ins Euter ihrer Kolleginnen können Hämatome entstehen. Dann können Verletzungen entstehen. Außerdem können Keime von einer Kuh zur nächsten transportiert werden. Und das führt natürlich zu einem erhöhten Einsatz von Antibiotika. Um das auch mal selber zu demonstrieren, dass diese Dornen nicht wirklich wehtun, kann man ja sehen, man kann hier ohne Bedenken draufdrücken und man kann das Teil auch selber sich auf die Nase stellen. Und es ist wirklich unproblematisch.